Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe LOL News hier bei Summoners Inn. Ich bin Soda wie immer und wir haben wirklich einige richtig brisante Themen abzuarbeiten. Angefangen in NA bei Misfits, bei Team LA Renegades, wie sie jetzt heißen, mit Alex, ich, mit Crumbs etc. Und zwar der Besitzer dieses Teams, Chris Badawi, der auch der Co-Besitzer von Team Dragon Knight, also dem NA-LCS-Team ist, der ist jetzt für ein ganzes Jahr von allen Riot-Events, League of Legends, LCS, gebannt worden, darf kein Team besitzen, nicht spielen, managen etc., also nichts mit der LCS am Hut haben. Und das liegt daran, dass er versucht hat, von mehreren Spielern aus Team Liquid quasi die Überzeugung zu gewinnen, zu seinem eigenen Team zu gehen und das ohne mit dem Management von Team Liquid quasi zu reden. Das ist eine Regel in der LCS, das ist ein Regelbruch. Die Regel besagt, dass man genau dies eben nicht tun darf. Der Name dafür ist Poaching. Und man muss eben, wenn man interessiert an einem Spieler ist, der momentan noch vertraglich bei einem Team ist, muss man über das Management erstmal die Erlaubnis kriegen, mit dem Spieler zu reden. Und ja, das hat er nicht gemacht, sondern hat eben unter der Hand versucht, irgendwie den Spieler zu überzeugen. Das ist absolut verboten, eine der schlimmsten Sachen quasi, die man, was Spieler geht, machen kann. Und deswegen nun ein Jahr Bann für ihn. Springen wir nach EU, dort gibt es für Elements-Fans eine, naja, vielleicht interessante Nachricht, erfreulich muss man sich selbst überlegen, wie erfreulich sie letztendlich ist. Und zwar NIF wird diese Woche wieder spielen. Promise Q darf die Bank wärmen und dafür spielt NIF mit Tabs auf der Botlane. Aber auch hier ist es wieder die Frage, löst das die Probleme, die Elements momentan hat? Und ich denke, die Antwort wird nein sein. Aber wir können gespannt auf die Spieler heute, je nachdem, wann ihr das euch anschaut, warten. Und ich bin gespannt, wie NIF performen wird. Er hat jetzt natürlich eine kleine Pause eingelegt, was Spielen angeht, weil er ja mit der Coaching-Position beschäftigt war. Deswegen könnten seine Mechanics eventuell ein bisschen eingerostet sein. Bleibt aber abzuwarten. Elements muss aber mindestens einen Sieg holen. Also eigentlich müssen sie jetzt diese Woche richtig ranklotzen und eigentlich nur noch Siege holen, wenn sie Richtung Playoffs, vielleicht sogar Richtung Worlds überhaupt noch denken wollen. Beim Team Copenhagen Wolves hat sich rostertechnisch auch einiges getan und zwar ist Airwax, der Jungler, nun offiziell raus aus dem Team. Neuer Jungler wird dafür sein, wenn wir gerade von Elements gesprochen haben. Shook, der ja letztens noch für Elements gespielt hat, der spielt jetzt bei Copenhagen Wolves, ist quasi zu seinen Wurzeln zurückgekehrt, hat ja früher mal bei Copenhagen Wolves gespielt, bevor er zu Alliance gewechselt ist. Außerdem wird für Youngbug, also für den Toplaner von den Copenhagen Wolves, diese Woche sein Finale quasi schon stattfinden. Also ab nächste Woche ist für ihn Schluss bei Copenhagen Wolves. Auch er will das Team verlassen. Dort ist allerdings noch kein Ersatz bekannt und wie schon erwähnt, diese Woche wird er zumindest noch für die Wolves spielen. Mit Copenhagen Wolves Neuigkeiten aber nicht genug. Es gab noch einen kleinen Skandal mehr oder weniger um den Coach von den Copenhagen Wolves, Dentis. Der war ja vor einigen Wochen jetzt schon mal im schlechten Licht wegen dieser Affäre mit Dentis, mit Deficio, dass er da angeblich irgendwelche Strategien von anderen Teams hatte. Und ja, er sein Team eigentlich nur angelogen hat. Jetzt ist er gehackt worden und alle seine Skype-Logs wurden veröffentlicht und darunter waren einige sehr, sehr brisante Gespräche über Sponsoring mit Azubu etc., wie er sein Team eventuell demnächst kicken möchte und sich das Super-Team zusammenbauen will. Namen waren da auf der Top-Lane Sorozero, Jungle, Svenskeren, Midlane, Sören, AD Carry Reckless und Support Hillisang von den Unicorns. Aber auch noch ganz andere Sachen, auch Sachen, die mit Deficio zu tun haben, wie er nächstes Jahr Management übernimmt etc. Also da war wirklich einiges dabei, was man eigentlich nicht der Öffentlichkeit zeigen möchte. Nun ist es trotzdem geschehen. Fraglich, wie stark das Dentis Karriere beeinflussen wird, ob er vielleicht seine Position als Coach demnächst aufgeben wird oder aber ob er das hinter sich lassen kann. Das ist die Frage. Abwarten muss man, mehr kann man dazu noch nicht sagen. Es ist wirklich einiges, was momentan um diese Persönlichkeit Dentis herum passiert ist und ja, man kann wirklich nur abwarten, was seine Entscheidung ist. Außerdem nun bekannt ist der neue Champion, der bald auf die Server spazieren wird. Und zwar ist das Tahm Kench. Das ist ein etwas komischer Name. Aber jedenfalls ist das quasi der große Bruder vom Gromp. Also eine riesige, fette Kröte mit einer monströsen Zunge. Und ja, was machen Kröten mit monströsen Zungen? Sie fressen sehr, sehr gern. Und das ist quasi auch das Motto dieses Champions. Er kann sowohl Minions als auch eigene Champs als auch gegnerische Champs verschlucken. Und damit nicht genug, seine Ult ist quasi eine Rek'Sai-Ult, mit der er quasi Teammates mitteleportieren kann. Und da sind dann auch schon einige lustige Interaktionen auf dem Testserver, also auf dem PBE getestet worden, zum Beispiel mit Kalista-Ult etc. Ist es möglich, mit der Kam'Tench-Ult 3-Mann-Teleports quasi durchzuführen? Also da sind wirklich einige sehr, sehr lustige Sachen drin, aber
wie gesagt, beziehungsweise wie ich es immer sage, Testserver soll man mit Vorsicht genießen, was da drauf ist, das bleibt meistens auch da drauf. Also wie es auf dem Live-Server aussieht, kann man überhaupt noch nicht sagen. Der Champion könnte sich komplett nochmal verändern. Das ist zwar unwahrscheinlich, aber vor allem die Zahlen, also wie etwas skaliert etc., das ändert sich noch definitiv, denn momentan macht der super absurden Schaden und das, obwohl er sehr, sehr tanky ist. Könnt ihr ihn euch aber trotzdem mal anschauen, sieht interessant aus. Es ist so ein Champion, der ist hässlich, aber man denkt sich, boah, geil, ist der hässlich. Also denkt sich einfach nur, boah, ist der hässlich, sondern man freut sich quasi, dass er zu diesem Charakter passt. Denn wenn man sich eine fette Kröte vorstellt, dann muss die einfach hässlich aussehen. Und das ist Tahm Kench auf jeden Fall. Spells sind sehr interessant, freue ich mich drauf. Worauf ihr euch dann freuen könnt, ist die nächste Woche, denn da geht es mit den News wieder weiter. Für diese Woche war es das erstmal. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.